andere Meinungen nicht tolerieren wollen, die uns sperren wollen, die denken, dass wir diese Wahrheit verhindern, die andere nicht abwählen. Ja, wollen Sie was anmelden, bitte? Sie können auch gerne mit uns diskutieren, Sie jungen schwarzen Menschen. Wenn Sie dort Fragen haben, wir stehen Ihnen zur Verfügung. Und Mutti mit oder was? Oh, so, was passiert hier gerade? Der alltägliche Wahnsinn hier in Leipzig. Ja, wenn man zu viel Langeweile hat, dann verkleidet man sich halt, zieht sich irgendwelche schwarzen Masken überall, vermummt sich und geht halt den Demokraten halt tierisch auf den Sack. Ja. Aber egal. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Auch Sie werden irgendwann mal mit dabei sein bei uns. Deswegen bin ich mir schon ganz schön sicher. Genau. Die wird gerade durch die erste Welt erzeugt. Eine Technologie, die nie sauber überwacht wurde. Die Nebenwirkungen wollte man nicht erfassen. Für die Ärzte war es Aufwand ohne Nutzen, die zu erfassen. Und viele Ärzte haben sich mit dem Impfen korrumpieren lassen. Genau, man läuft so flach, kann man das besprechen. Man kann Antifaschisten so beschimpfen. Antifaschisten, man das heißt, wir kommen her mit Respekt, den habt ihr nicht, also bleibt einfach weg. Aber Sie wollen uns daran hindern, diese Probleme, diese komplexen Probleme aufzugreifen. Und das ist ja eigentlich traurig. Und wenn ich hier anspreche, dass diese Menschen sich ihre Zukunft wegschließen, dann ist das keine Provokation. Dann ist das meine Meinung und ich sehe das seit 2,5 Jahren, dass diese Menschen, wenn sie mal alleine erwischt werden, ihre ganz persönlichen Probleme haben, da kann man teilweise sogar mit denen reden. Da sind sogar Schnittmengen vorhanden. Wir können uns über viele Probleme, die in der Welt laufen, unterhalten. Ob es der Hunger ist, ob es der Krieg ist, ob es der Umweltschutz ist. Über viele Dinge. Ob es das Bildungswesen ist oder die Altenpflege oder die Infrastruktur. Wir können es drüber unterhalten. Aber sobald die in Gruppe auftreten, schalten viele von denen. Hey, warum machst du das? Auf Sturm. Da ist kein Argument mehr da. So, diese gute Dame im Hintergrund versucht mich die ganze Zeit beim Drehen zu behindern. Oh, gar nicht nett. Von den höchsten Kreisen in dieser Stadt. Von Herrn Oberbürgermeister Jung, der am Montag genau in diesem Pferdehaus, dass wir angeblich Nazis sind, die montags und sonntags laufen, dass wir nicht das Recht haben, das legt der Herr Jung fest, Demokraten zu sein. Der Herr Jung legt fest, wer in dieser Stadt das Recht hat, Demokrat zu sein. Für mich ist ein Demokrat, der die anderen Menschen mitachtet, der die Meinungsfreiheit achtet, der den Diskurs sucht, der nicht hetzt, der nicht Leute stigmatisiert und runterholt, aber der Verhalten kritisieren kann, der entsprechend zu durchgeht und nicht heißt, wie diese Diskussion ausgeht, der nicht unterzieht,
vorneweg in der Diskussion. So sind wir hier, dass er von seinen eigenen Meinungen abweichen wird. Und da hat sich gezeigt, dass die sogenannten Demokraten sehr undemokratisch aufgetreten sind. Und man kann die Menschen ja nur an ihrem Verhalten erkennen. Ja, ich denke nicht, dass dann auch so viel passiert. Die Menschen haben sich nicht wie Demokraten verhalten. Ob es die Pfarrer in der Kirche waren oder die Leute, die... Ausnahmsweise? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist die Antifa hier in dem Friedensprotest mitgelaufen? Ja, ich fand das total schön. Also ich bin wirklich der Meinung, dass sie vielleicht doch noch dazulernen und merken, dass hier keine Nazis laufen, sondern dass es ja auch um sie geht irgendwo. Ja, vielleicht ist doch noch Hoffnung da. Wir warten ab. Ich habe vorhin, da wurde ja jemand gesucht, der hier ein paar Flyer einsteckt und verteilt. Da hat sie sich ja direkt draufgestürzt. Genau. Wie kommst du dazu? Na, ich habe letztens schon Flyer mitgenommen, aber es waren eindeutig zu wenig. Und ich finde es halt wichtig, auch in jedem Viertel welche zu verteilen. Und ja, es müssen halt viel mehr Menschen auf die Straße, weil leider zu wenig Leute es immer noch nicht begriffen haben, worum es eigentlich geht. Ja, und ich hoffe, dass es halt wieder mehr werden. Okay. Was meinst du, wovon ist das abhängig? Ob es jetzt wieder mehr werden oder weniger? Gute Frage. Die müssen halt langsam mal aufwachen und sehen, was falsch läuft. Aber manche sind halt wirklich, die lassen sich von RTL und Co. halt total blenden von dem, was dort gesagt wird. Und denken halt nicht selber, das ist das Problem. Aber ja, ich hoffe, das ändert sich noch. Okay. Möchtest du noch was loswerden? Nee, erstmal nicht. Okay. Danke. Vielen Dank, ich danke dir. Alles klar, danke. So was wir brauchen, um oh ja, wird eine Barrikade gemacht. Ich filme hier. Nein. Doch. Über den Gehweg. Schon an einem Tag wie heute, mit Sonne und Wind stillstehen, die nicht...